Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröders Nebenwerte Watchlist und aus dem Homeoffice zugeschaltet begrüße ich natürlich Michael Schröder. Ja, hallo Michael, LPKF Laser, damit wollen wir anfangen, hat ein schwaches Jahr 2020 hinter sich. Vor kurzem gab es dann Eckdaten zum ersten Quartal 2021. Wie schätzt du denn die Lage bei LPKF ein? Ja, insgesamt recht zäh, aber das ist vielleicht auch nur eine oberflächliche und kurzfristige Betrachtung. Wir haben das Thema hier schon oft mit in der Sendung gehabt. Du hast es gesagt, 2020 Auftragsverschiebungen, vor allem im Solarbereich, relativ schwache Zahlen. Die Aufträge im Solarbereich werden jetzt im zweiten Halbjahr abgearbeitet, sodass man hier auch wieder einen positiven Effekt sehen sollte für das laufende Jahr. Der Jahresauftakt des Q1 auch, ja, ich sag mal, relativ überschaubar, wie gesagt, nur in der kurzfristigen, oberflächlichen Betrachtung. Aber die Story, wir haben es ja schon oft thematisiert, es dreht sich halt hier um die LIDE-Aufträge, die neue Technologie zur Bearbeitung von Glas. Und bis jetzt hat der Vorstand erklärt, er sieht eine realistische Chance im laufenden Jahr hier entsprechende Aufträge vermelden zu können. Die Jahresprognose oder die Umsatzprognose fürs laufende Jahr 120, 130 Millionen noch relativ verhalten, ohne diese möglichen Großaufträge. Marge 13% wird angepeilt, also eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr, aber immer noch unter dem, was der Markt ursprünglich erwartet hat. Aber ja, kommen diese Aufträge, werden sie endlich unterzeichnet und dann auch im laufenden Jahr noch ausgeliefert. Ich bleibe hier recht zuversichtlich, dass wir hier entsprechende Newsflow sehen werden. Dann sind die Prognosen natürlich Makulatur. Erster Teil dieses Auftrags wird von Analysten bewertet mit 20 Millionen Umsatz. Man sieht hier, wenn man die oben auf die aktuelle Planung mit draufrechnet, dann sind wir da, sprechen wir über die Zahl, über die wir vor einem halben bis ganzen Jahr gesprochen haben. Und dann werden die Mittelfristprognosen auch deutlich realistischer. Also alles in allem, das Szenario ist intakt. Die ganze Sache zieht sich halt auf der Zeitebene deutlich hin. Aber kommt der entsprechende Newsflow, dann sind die Kurse, die wir jetzt sehen, hier im Bereich knapp über der 20-Euro-Marke natürlich sehr gute Einstiegskurse. Ich habe es mal in einem Text so definiert, bleiben die Aufträge weiter aus oder zerschlägt sich das Ganze, dann müssen wir hier müssen wir noch einmal mit einem deutlichen Rücksetzer rechnen. Kommen, laufen entsprechende Deals über den Ticker, dann sehen wir hier einen deutlichen Kurssprung und daher haben die Analysten ihre Kursziele im Bereich 38 und 40 Euro auch bestätigt. Also ein relativ lukratives, interessantes Chance-Risiko-Verhältnis mit einem großen Wenn oder Aber dahinter. Dann schauen wir mal auf Alkstron. Alkstron hat in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt. Die Aktie ist danach ordentlich unter die Räder gekommen. Die Anleger haben am nächsten Tag dann gleich wieder kräftig zugegriffen. Was rätst du jetzt den Anlegern in der aktuellen Lage? In jedem Fall Ruhe bewahren. Zum einen muss man natürlich sehen, wo die Aktie herkommt. Hat jetzt über 100% performt seit Oktober. Und vielleicht kann man hier das Statement der Deutschen Bank hinzuziehen. Die Analysten haben hier gesagt, die Party geht weiter bei Aixtron. Sie wurden soeben eingeladen, darauf angespielt, auf den 10%igen Rücksetzer nach den Q1-Zahlen. Immerhin haben wir hier einen positiven Ausblick oder einen weiter starken Auftragseingang und die EBIT-Prognose, die Margenprognosen wurden auch leicht nach oben gesetzt. Aber ja, es gibt den Wermutstropfen, ein OLED-Geschäft, das überall schon über viele Jahre mit ein Partner in Asien geplant war, Evaluierungsphasen liefen. Es hat sich sehr, sehr lang schon gezogen und das wurde jetzt mehr oder minder auf Eis gelegt, gekippt und man versucht jetzt die Anlagen noch nach China zu verkaufen. Das ein kleiner Wermutstropfen hat, aber mit der aktuellen Nachfragesituation nach den Anlagen des Hightech-Maschinenbauers wenig zu tun. Also Deutsche Bank beispielsweise hat das Kursziel jetzt nach den Zahlen nochmal von 25 auf 26 Euro erhöht und sieht hier über 40% Kurspotenzial. Auch die anderen Analysten heben eben die gute Auftragssituation hervor und man sollte hier Ruhe bewahren und einfach mit Weitblick agieren und in den nächsten Wochen dürfte sich dieser oder Tagen, Wochen, Monate, wird sich dieser Aufwärtstrend fortsetzen, denn der Nachfrageboom in der Branche ist ungebrochen. Unser nächstes Thema ist PVA Tepla. Die Aktie hat sich nach dem jüngsten Anstieg zuletzt etwas beruhigt. Am Donnerstag stehen Zahlen an zum ersten Quartal. Gibt es da einen nächsten Schub?
Ich gehe davon aus, denn auch hier wird sich der Nachfrageboom weiter positiv bemerkbar machen. Wir haben das schon thematisiert, dass die Party hier tatsächlich dann auch im kommenden Jahr richtig abgehen sollte, dass das Unternehmen jetzt schon weitere Aufträge einholen sollte. Hier gibt es einen ja, viel zitierten, viel besprochenen in den Finanzkreisen 80 Millionen Auftrag für SiC-Anlagen, also Lithium-Carbid-Anlagen, Kristallzuchtanlagen. Dem Vernehmen nach ist er schon unterzeichnet, liegt aber noch ja, bei den Behörden auf den Schreibtisch. Also der Kunde braucht mehr oder minder noch die Freigabe. Danach kann das ganze Prozedere loslaufen, vermeldet werden. Also die Auftragsbücher sollten sich hier weiter füllen und das dürften die, ja, das dürfte mit den Q1-Zahlen jetzt hier auch nochmal entsprechend kommuniziert werden. Das Beste kommt erst noch. Hier auch wieder ein Analystenzitat. Hauck und Aufhäuser mit Kursziel 33. Also ich gehe davon aus, dass wir hier auch ein, ja, ich hoffe nicht, dass wir ein ähnliches Kursszenario sehen wie bei Aixtron, also nochmal einen deutlichen Rücksetzer. Du hast es gesagt, wir haben den Rücksetzer schon gesehen und ich bin relativ zuversichtlich, dass wir hier im laufenden Jahr noch Kurse jenseits der 30 Euro sehen werden. Bei Vacutech müssen wir uns noch bis zur nächsten Woche gedulden, bis es Zahlen gibt. Aber da wollen wir uns den Chart mal anschauen. Der sieht nämlich aktuell hochspannend aus. Was spricht für einen nachhaltigen Ausbruch? Ja, ein nachhaltiger Aus für einen nachhaltigen Ausbruch sprechen hier die Q1-Zahlen. Ich gehe davon aus, dass dem, ja, ich sag mal, dem einen oder anderen Anleger, der jetzt so ein bisschen pessimistisch der ganzen Sache gegenübersteht und sagt, hey, der Käse ist gegessen, die Kühlboxen für die Corona-Tests und auch für die Corona-Impfstoffe, das ist alles eingepreist. Aber ich sehe das ein bisschen anders, weil die Q1-Zahlen werden einmal zeigen, dass das Volumen hier doch enorm ist, was das Unternehmen in diesem Bereich generieren kann, also die Umsätze, die generiert werden können und damit die Wachstumsstory auch untermauert wird und das Gesamtjahr aus meiner Sicht sogar über den aktuellen, noch aktuellen Prognosen herauskommen wird. Ich rechne jetzt zwar nicht beim Q1 mit einer Anhebung der Prognosen, aber wir haben es auch schon thematisiert. Das Unternehmen kann eben auch noch mehr mit seiner Technologie raus aus den Kühlboxen, rein in die Gebäude, in die effiziente Gebäudeisolierung, Rohrleitungsbau und auch im Hitzeschutz im Bereich der E-Mobility für die Batterien. Also viel Fantasie da und das wird sich jetzt in den kommenden Quartalen weiterentwickeln. Das Wachstum oder das Unternehmen wird das Wachstum aufzeigen können und deswegen hier eine interessante Einstiegschance. Du hast es eingehend gesagt, im Chart natürlich mit dem Sprung über den Bereich 33, 35 Euro haben wir ein massives Kaufsignal. Zum Wochenstart sah es schon so aus, als ob wir direkt jetzt drüber hinausziehen, aber heute sehen wir wieder einen kleinen Rücksetzer, aber wie gesagt, mit den Q1-Zahlen nächste Woche wird aus meiner Sicht der Startschuss fallen und die Aktie sollte dann Kurs auf die 40-Euro-Marke nehmen und im Jahresverlauf ist vielleicht bei entsprechendem Newsflow, den ich hier jetzt schon angedeutet habe, auch noch ein Schnaps mehr drin. Einen Wert haben wir noch, nämlich LS Telkom. Das hast du zum ersten Mal in deiner Sendung dabei. Die Aktie bewegt sich seit Ende Juli kräftig nach oben. Was spricht denn dafür, dass es weiter nach oben geht? Ja, der aktuelle Newsflow, ein Softwareanbieter, Monitoring-Systeme für effizienten und störungsfreien Einsatz von Funkfrequenzen. Ein Zungenbrecher jetzt schon, aber ein spannendes Geschäftsmodell und vor allem ein nachhaltiges Geschäftsmodell hier im kritischen Bereich. Viele Regulierungsbehörden weltweit in über 100 Ländern setzen eben auf diese Monitoring-Systeme und die Software des Unternehmens für, ja, um den immer brisanter werdenden oder enger werdenden Einsatz von Verbrauch für Einsatz von Funkfrequenzen zu gewährleisten. Ein Wachstumsmarkt. Wir haben jetzt letztes Jahr im Corona-Jahr gesehen, haben wir leichte Umsatzeinbußen gesehen und beim EBIT auch einen entsprechenden Rücksetzer. Die eingeschränkte Reisetätigkeit hat hier seinen Anteil dazu beigetragen, aber das ist sollte sich in den kommenden Monaten in Wohlbefinden auflösen. Außerdem werden diese Netze, es wird immer, ich nenne es mal salopp, immer dichter und immer wichtiger und immer größer. Und die Unternehmen oder beziehungsweise jetzt erstmal die Länder werden gezwungen zu investieren. Das sorgt für Wachstumsfantasie. Man hat jetzt in den letzten 4 Monaten newsseitig einen rasanten Anstieg auf der Auftragsseite gesehen. Also 1 Millionen Auftrag nach dem anderen ist hier reingezogen worden. Das stimmt natürlich mich positiv. Und dann die 5G-Technologie, die 5G-Netze, Campusnetze, all diese Themen, IoT, Industrie 4.0, also die Vernetzung der Maschinen, das fordert natürlich eben auch so eine entsprechende Software, um das Ganze sicher, effizient und störungsfrei anbieten zu können. Daher,
dürfte das Unternehmen aus meiner Sicht, und mit der Meinung stehe ich nicht ganz allein, in den kommenden Monaten neue vertikale Märkte erobern, sprich Flughäfen, Industrieunternehmen, die ihre eigenen 5G-Netze entwickeln für ihre Fabriken oder auch große Versorger. Und die müssen oder werden oder können, sagen wir jetzt mal vorsichtig, eben auch auf die Software, auf die Technologie von NS Telkom zurückgreifen. Das sorgt jetzt schon für eine gewisse Planungssicherheit. Und ja, daher gehe ich davon aus, wenn man sich die Bewertungsrelation anschaut, vor 2, 3 Jahren, dann notierte die Aktie noch bei 10 Euro und wir haben jetzt deutlich bessere Bewertungsrelationen, liegen jetzt bei 7 Euro. Daher gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier mittelfristig auch Kurs auf die 10-Euro-Marke nehmen werden. Sagt Michael Schröder. Vielen Dank. Ja, das war die aktuelle Ausgabe von Schröders Nebenwerte-Watchlist. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.